Mein Name ist Silvia Eitel-Huber. Ich bin Vizerektorin für Forschung und Innovation an der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt. Mein Name ist Michael Reuter, bin ebenfalls Vizerektor, aber für Internationales ebenfalls an der Fachhochschule Burgenland am Standort Eisenstadt. Da würde ich Agritech 4.0 nennen. Ein ganz spannendes Projekt, das man bei uns im Haus auch sehen kann, das sich mit Indoor-Farming beschäftigt. Da geht es darum, dass über Cloud-Computing und die Weiterentwicklung von Sensoren das Indoor-Farming, möchte man sagen, revolutioniert wird oder zumindest sagen wir, in einer Evolution weiterentwickelt wird und digitalisiert wird. An unseren Standorten in Pinkerfeld und in Eisenstadt der Fachhochschule Burgenland ist der Reiz natürlich den Platz, den das Burgenland bietet, die Weite des Horizonts, das natürlich auch in der geistigen Weite wiedergefunden werden kann, und an der Persönlichkeit der Fachhochschule Burgenland. Sie ist sehr persönlich zu den Studierenden und zu den Forscherinnen und Forschern, und das macht auch die Persönlichkeit dieses Standorts aus.